Servus Freunde, das große Herbst-Update für Transport FIFA 2 ist seit einigen Tagen draußen und entsprechend nutze ich den Anlass und lade mal die Hardcore Schönbau Deluxe Karte rein, um mal auf die Performance hier zu schauen. Denn klar, das Herbst-Update ist relativ konkret und detailliert beschrieben, welche Features alle vorhanden sind, welche Updates entsprechend umgesetzt worden sind. Aber zum Thema Performance, da weiß ich gar nicht, ob da überhaupt richtig konkret was beschrieben worden ist. Lässt sich, glaube ich, auch einfach konkret schwer beschreiben, inwieweit eine Verbesserung eintritt, die man den Kunden oder den Spieler in irgendeiner Art und Weise beschreiben oder suggerieren kann. Und von daher ist das so ein Stück weit ein unbeschriebenes Blatt, wo ich sage, meiner Erfahrung nach und auch meinem Gefühl, wenn ich hier einfach Transport FIFA 2 spiele, gab es jetzt nochmals zum großen Herbst-Update definitiv eine Verbesserung hinsichtlich der Performance. Aber wie gut, wie groß, wie umfangreich die wirklich ist, auch das kann ich nur schwer sagen. Aber deswegen dachte ich, wir fliegen hier einfach mal kurz über, ja, mehr oder weniger die Paradestrecke, die Hauptstrecke hinweg und ihr seht's, wie es läuft. Hier muss mal ganz klar sein, das Ding wirst du nie flüssig mehr hinbekommen. Das ist selbstredend. Die Frage ist halt eher, wie ruckelig ist die Angelegenheit hier? Und so schlimm finde ich es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, wir hatten schon ruckelige Überflüge. Also, jo, auch hier würde ich sagen, hier wird eine Verbesserung hinsichtlich der Performance. Jo, wir fliegen einfach mal gerade rüber bis zu unserem Vorstadt-Idyll entlang der Hauptstrecke hier. Viele von euch werden das sicherlich schon kennen. Verzeiht es mir, wenn es hier nochmal so ein bisschen eine Wiederholung gibt. Aber wenn wir schon mal am Fliegen sind, dann fliegen wir einfach mal gerade richtig lang. Wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere hier mit im Video gelandet, der tatsächlich das Projekt so noch nicht kennt und der da Interesse für hat. Und wenn jemand hier ist, aber gar gilt für alle, lasst unbedingt und sehr gern natürlich einen Like und auch gern eure Kommentare da. Ebenfalls freue ich mich natürlich auch über ein Abonnement von euch. Ein kostenloses Abo. Klickt es gern drauf. Support ist kein Mord. Gut, also wir sind jetzt raus aus der Stadt, in der Vorstadt und hier ist tatsächlich gerade hinsichtlich Zugverkehr erstmal tote Hose. Da müssen wir aber auch nochmal irgendwann jetzt hier nachstaffen, gell? Und ja, nochmal zum Thema ruckelig und Performance. Es bleibt herausfordernd auf jeden Fall hier auf der Map natürlich. Wir fliegen mal noch weiter und wir machen auch einfach gleich nochmal eine kleine Mitfahrt. Auch das, ja, die treuen Stammzuschauer, ihr wisst sicherlich, wie ruckelig die Angelegenheit ist, wenn man unmittelbar von der Vorstadt hier in die Hauptstadt reinfährt, was das für eine Ruckelei mit sich bringt. Und wir gucken mal, ob wir da auch gleich eine Verbesserung feststellen können oder ob das einfach noch ist wie immer. Ich bin ganz ehrlich gesagt auch da positiver Dinge und sage, wir werden nicht mehr ganz so heftig reinruckeln, sondern ein bisschen sanfter, entspannter reinfahren. Aber das checken wir jetzt mal gleich ab, wenn wir hier den Überflug beendet haben. So, der letzte Zug mit einer Porsche-Lokomotive dran und hinten sicherlich den Autotransportwagen mit vielen Porsches hinten drin. Dann schwenken wir mal die Perspektive rein in den Führerstand hier von diesem Bahnhof startend. So, hier müsste jetzt gleich ein Mireo kommen, der Deutschen Bahn, in den wir uns mal reinschwingen werden und mit dem wir dann einmal in Richtung Stadtzentrum und darüber hinausfahren werden. Außerplanmäßig kommt der, Freunde. Der verkehrt hier regulär eigentlich so nicht. So, und wenn wir hier so unmittelbar über den Gleisen des Bahnhofs hinwegschweben, fällt mir auf, wir sollten hier nochmal Rasen mähen. Oder eben richtiges Gras zwischen den Gleisen wachsen lassen. Mal gucken. Aber eben nicht heute. So, in der Doppeltraktion gibt es in Real Life überhaupt? Selbst das weiß ich nicht. Also steigen wir mal ein und unternehmen eine kleine Sightseeing-Tour über die Map durch die Stadt. Auf geht's, gute Fahrt
Und ich hoffe, dass es auch keine Komplikationen auf der Strecke gibt hier, dass das alles irgendwie gut vernünftig funktioniert und wir flüssig durchkommen. Wir fahren jetzt übrigens über München, Donnersberger Brücke, alles fiktiv hier, Freunde. Nur in Anlehnung an reelle Namen. Dann weiter zum Münchner Hauptbahnhof und dann müssten wir rumfahren vor der Messe, kurz vor der Messe links abbiegen und bis zum Ostbahnhof fahren. Mal gucken, ob ich da richtig liege. Und jo, Freunde, ich weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt eben schon beim Überflug gesagt habe. Natürlich wird hier die 5. Staffel in Kürze dann wieder weitergespielt werden. Jetzt, wo es draußen langsam kälter wird, die Tage etwas kürzer werden und eben draußen auch etwas ungemütlicher, finde auch ich eher die Zeit, dass ich hier wieder weitermachen kann. Und sicherlich wird bald das ein oder andere Video wieder hier auf diesem Kanal zur 5. Staffel kommen. So, ich habe gesehen, wir haben noch Oberleitungsmasten vergessen, aber mir fällt gerade ein, habe ich im letzten Stream auch schon mitbekommen, dass wir hier generell noch Oberleitungsmastdefizite haben. Da ist bei weitem noch nicht alles tutto completo, da muss ich mal rüberrutschen. Ansonsten, tja, Performance wieder. Ob ich tatsächlich aus dieser Mitfahrt raus eine Verbesserung wahrnehme gegenüber der vorherigen Mitfahrten, die wir sonst immer hatten, kann ich so nicht sagen. Ich muss gestehen, fällt mir schwer, hier zu sagen, dass es jetzt hier besser läuft als noch vor dem Herbst-Update. Naja, dann hieß das aber auch so. Guck mal, überall fehlen ja noch Oberleitungsmasten, verdammte Axt. Müssen wir unbedingt hinbauen. So, München, Donnersberger Brücke. Trotzdem immer wieder schön. Also jetzt wurmt es mich natürlich, weil ich genau weiß, ich habe es im letzten und wahrscheinlich sogar schon im vorletzten Stream gesehen, dass die Oberleitungsmasten fehlen und gesagt, dass wir die Zeit nah setzen müssen. Und jetzt ist immer noch nichts passiert. Da müssen wir ran. Nicht so viel Zugverkehr hier. Wobei rechts seht ihr vielleicht die Unterwerfung, wo die Betonstreben drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr die im Video erkennen könnt. Da fahren sicherlich auch gerade die Railjets oder ICEs unten durch. Die Hochgeschwindigkeitszüge, jetzt kommen die hier hoch. Die stechen hier unterm Gleisvorfeld unten drunter durch und kommen jetzt hier kurz vorm Münchner Hauptbahnhof wieder raus. Mal gucken, ob wir noch was sehen. So, hier links steht der Nahverkehr. Ja, und das ruckelt, Freunde. Schade, Schokolade. Aber nun gut, ich habe mir da keine Hoffnung gemacht, muss ich auch sagen. Also, nicht, dass einer denkt, ich habe aufs große Herbst-Update gehofft, dass dann hier wieder alles flüssiger wird. Keinesfalls. Da bin ich natürlich Realist und das geht auch völlig in Ordnung. Also, klar habe ich meine Ansprüche ans Spiel und klar möchte ich auch ein flüssiges Gameplay haben, wenn ich ein eher kommerzielles Spiel hier in Transport FIFA 2 spiele. Aber diesen Ansatz, den wir hier auf der Map haben, wo wir jetzt gerade im Zentrum dieser Stadt einen extrem hohen, dicht bebauten Level haben, an Assets, aber eben auch denn an Verkehr, auch wenn man hier gerade gar nicht alles sieht, letztlich muss alles berechnet werden, was unmittelbar in der Umgebung ist. Hier verkehren einfach viele Züge, viele Busse, einige Straßenbahnen. Und es gibt halt extrem viele Assets, die unmittelbar im Umkreis verbaut sind. So, weiter geht's. Haben wir Ausfahrt? Nee. Wir setzen nur schon mal vor. Da überlege ich auch noch, ob wir das abändern, damit wir eben nicht vorsetzen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich einen Denkfehler habe, aber wenn wir hier einfach Wegpunktsignale setzen würden, dann würde der Zug so lange unmittelbar am Bahnsteig stehen bleiben, bis er auch wirklich freie Fahrt hat und nicht eben entsprechend vorsetzen bis ans Bahnsteigende. Oder bin ich da falsch, setzt da der Zug auch erstmal bis ans Bahnsteigende vor, weil er da sein, ja, fiktives
unsichtbares Ausfahrtssignal hat. Weil dann könnte ich mir das ersparen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Müssen wir mal ausprobieren. Oder ihr schreibt es vorab in die Kommentare. Würde mir helfen. Gut. Hier steht wohl durchaus einiges. Warum hält der Talent vorm Bahnhof an? Jetzt, ja. Okay. Auch ein Ding, dass der aber unmittelbar vorm Bahnhof nochmal zum Halten kommt. So, und wir werden dann wohl einen kleinen Zeitraffer hier reinhämmern. Weil ich nicht weiß, wie lange wir stehen. Welcher Zug ist denn das? Der fährt, glaube ich, hoch. Das müsste der Flughafen-Shuttle sein, oder? So, auf geht's. Ich weiß nicht, ob ihr rechts noch den Diesellok-bespannten ICE 4 wahrgenommen habt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den letzten Stream. Also die Katastrophe hier geht noch weiter. Da habe ich immer noch was auszumerzen. Die Diesellok, die den ICE 4 eigentlich nur durch die Waschhalle schieben soll, ist ausgerissen und tingelt hier wild über die Map. Und ja, ich habe von der lieben Easy schon die Mod-Info bekommen zu den unsichtbar ziehbaren Oberleitungen. Die müssen wir dann im nächsten Stream sicherlich auch anwenden, um dann hier wieder Ordnung auf der Map herzustellen und entsprechend die ausgebüxte Diesellok mit dem ICE 4 wieder zurück aufs BW zu verbannen, als dass die hier wild über die Map fährt. So, wir sind dann wieder raus aus der City, aus dem Zentrum. Links das Stadion. Vor uns liegt die Messe und kurz vor der Messe biegen wir dann nach links weg ab. Dann haben wir noch ein bisschen schön gebautes Terrain gleich vor uns, wo wir durchstechen werden. Alles andere ist noch unfertiger Schönbaustand oder eben gar kein Schönbaustand. Da haben wir dann noch genug zu tun. So, hier das Ausfahrts- und Servicegleis, glaube ich, zur Messe, oder? Das Rangiergleis, genau, aber es ist alles noch nicht fertig hier. Links der S-Bahnhof, die S-Bahn-Station zum Stadion. Hier dann die wunderschöne Stahlbogenbrücke. Okay, und dann sind wir eigentlich durch, Freunde. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich natürlich auch über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Dann bleibt mir auch ja gesund. Und dann bis zum nächsten Video. So, die Kurve noch. Das war's denn weitestgehend. Hier kommt jetzt nicht mehr viel. Freunde, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus. You're in my head. 'Cause you're in my head.